Hey, hallo, grüß dich. Ich habe auf der Messe gesehen, ihr habt ja ein cooles Projekt gemacht. Kannst du ein bisschen was dazu erläutern? Also in unserem Projekt ging es darum, die Lagerzustände zu messen. Bei den Messungen analysieren wir die Frequenzkomponenten und daraus können wir herausfinden, ob der Zustand einen Schäden aufweist, Außenringschaden, Innenringschaden und so weiter. Und das machen wir anhand der Vibrationssensor und einem Mikrosensor. Anhand dieser Vibrationsdaten und den Mikrofondaten können wir die Frequenzanalyse machen und dann die Komponenten aufteilen. Und je nachdem, welche Peaks wir haben, an welcher Frequenz, können wir herausfinden, ob das ein Außenringschaden ist oder ein Innenringschaden ist und so weiter. Mit was für Sensoren misst man das überhaupt? Ja, also wir haben zwei Sensoren, also wir haben einen Vibrationssensor und ein Mikrofon. Damit wir messen die Geräusche und die Vibrationsdaten. Also eigentlich ist es ein Beschleunigungssensor. Der misst die Vibration und der Mikrofon den Sound. Und beide weisen ähnliche Frequenzen auf. Also es war das Ziel zu prüfen am Ende. Wir haben Vibrationssensor und Mikrofondaten und die haben beide an den gleichen Stellen diese Peaks. Und es war auch das Ziel sozusagen, das zu prüfen. Die beide weisen die gleichen Frequenzen auf und wie ist es halt, ja, also Geräusch und die Vibrationsdaten ähneln sich sozusagen. Was ist eigentlich besser, Vibration oder Mikrofon? Aber man muss sagen, der Vibrationssensor ist besser, ja besser, weil auch Mikrofon hat man ja diese Störgeräusche. Man muss für einen Zustand sorgen, dass das optimal, also keine Geräusche, Schall prallen nicht an der Wand ab und so weiter. Man muss also wirklich darauf achten. Deswegen ist das Vibrationssensor eigentlich die bessere Variante. Prüft ihr da eine spezielle Art von Lager? Also eigentlich könnte man die, geht es ja darum, die Lager zu prüfen, also ob die Schäden aufweisen. Da kannst du das eigentlich bei jedem Motor eigentlich machen. Da, wo ein Lager ist, kann man das machen. Also natürlich, je nachdem, gibt es auch andere Fälle, wo man halt andere Frequenzen berechnen muss. Man muss die Schäden berechnen, welche Frequenzen auftauchen. Und je nachdem muss man halt auch, wenn es ein anderes Modell ist, muss man es nochmal berechnen, welche Frequenzen auftauchen können. Deswegen ist es nicht bei jedem das Gleiche, aber im Endeffekt kann man genau dasselbe machen. Hauptsache, du hast ein Lager, eine Welle und die Lager können ja Schäden haben, Innending, Außending, Schaden. Und die können wir mit einer Frequenzanalyse, wenn wir die Frequenzschäden kennen, welche Schäden bei welchen Peaks auftauchen, können wir die analysieren. Nur daraus, also nur aus diesen Daten, können wir herausfinden, ob es Schaden gibt oder nicht. Das ist quasi Qualitätssicherungsprojekt. Genau, genau. Hier sehe ich gerade eine Programmierung. Was hat es denn mit der auf sich? Ja, also die Messung tun wir in C machen, also in Programmiersprache C werden die Messung gestartet. Einmal die Mikrofondaten und die Vibrationsdaten werden gesammelt mit diesem Programm. Und die Daten werden aber nachhinein im MATLAB analysiert. Also im MATLAB werden wir dann die Frequenzanalyse machen und da die Peaks anschauen, wo sie sind. Also welche Außenringschaden können wir zum Beispiel sagen, bei der Frequenz 180 haben wir einen Außenringschaden. Und wenn wir da genau einen Peak haben, wissen wir, okay, der hat einen Außenringschaden. So als Laie frage ich mal, was ist denn ein Auslinkschaden? Wir haben ja ein Lager und der Lager innen, also der ist ja innen hohl und außen zum Beispiel hat der einen Schaden oder bei uns war das zum Beispiel so eine durchgesetzte Kante, so ein ganz dünnes Ding, ist immer noch ein Schaden, aber bei uns war das nur so ein kleiner dünner durchgezogene Linie sozusagen. Und in welchem Rahmen habt ihr das Projekt gemacht? Im sechsten Semester haben wir das mechatronisches Projekt und da werden wir in zufällige Gruppen aufgeteilt, wo wir Projekt aufbekommen. Und in meinem Fall war das Sensor synchronisieren, weil es darum auch ging, nicht nur die Zustände zu analysieren, sondern auch die zwei Sensordaten vom Mikrofon und von Vibration zusammenzubringen und zu synchronisieren. Und ja, es gibt aber auch viele andere Projekte, die man auch auf unserem YouTube-Channel anschauen kann.